Österreichs größte Messe für Reisen, Urlaub und Freizeit feierte ihr Comeback nach einer langen Corona-Pause. Unter dem Motto in 4 Tagen um die Welt hat vom 16. bis zum 19. März hier in der Messe Wien die große Ferienmesse stattgefunden. Und dabei gab es für alle Reiseherzen das, was sie begehren, nämlich unzählige Reiseziele und Möglichkeiten, wie man seine Freizeit so gestalten kann. Ich habe dazu auch mit einigen Ausstellern sprechen können und ihnen die ein oder andere Frage gestellt. Ja, wir haben uns nun eingefunden beim Messestand von Czech Tourism. Was ist denn das Besonderste an dem Reiseziel Tschechien? Ja, also natürlich sind wir ein Nachbarland Österreichs, das heißt sehr gut erreichbar, sowohl mit dem Auto als auch mit der Bahn. In Prag ist man zum Beispiel im 2-Stunden-Takt mit dem Railjet ungefähr 4 Stunden. Tschechien bietet über 2000 Burgen und Schlösser, natürlich die Hauptstadt Prag. Es gibt sehr schöne, recht vielfältige Landschaften, einige Nationalparks, wie zum Beispiel den Nationalpark Böhmerwald, den Nationalpark Thajatal, das Riesengebirge. Kulturell hat Tschechien auch sehr viel zu bieten, auch sehr viele UNESCO-Welterbestätten, zum Beispiel auch immaterielle Weltkulturerbestätten wie den Fasching oder die Glasperlen in Nordböhmen, insgesamt die Glaskunst, die Marionetten. Marionettentheater, die auch eine lange Tradition im Land haben. Welche Stadt ist denn hier besonders hervorzuheben vielleicht? Ja, natürlich unsere wunderschöne Hauptstadt Prag, aber auch Brünn, die zweitgrößte Stadt Tschechiens, die in nur 2 Stunden von Wien aus erreichbar ist. Die Stadt ist eine sehr junge Stadt. Sie hat sehr viele Universitäten mit ungefähr 80.000 Studenten. Also gerade in den letzten 10 Jahren ist dort ein positiver Wandel eigentlich, den die Stadt durchlaufen hat. Es gibt sehr viele Szenebars, interessante Lokale. Und die Stadt lebt halt nicht für die Touristen, sondern für die Einheimischen. Aber auch natürlich sind die Touristen herzlich willkommen. Es ist auf einer Seite eine historische Stadt, aber auf der anderen Seite halt mit auch sehr schönen Designgeschäften oder zum Beispiel der Villa Tugendhat, einer Villa, die fast 100 Jahre alt ist inzwischen, aber UNESCO-Welterbe ist und eigentlich zeitlos ist. Ja, Tschechien kann nicht nur mit Landschaften und UNESCO-Welterbe überzeugen, sondern auch mit Essen und auch mit Bräuchen. Was gibt es denn da zu erzählen? Genau, ja, Knödel gibt es eigentlich in den unterschiedlichsten Varianten. Das Essen ist insgesamt recht deftig, aber natürlich gibt es auch die passenden Getränke dazu. Das, ich sage immer, das Weinviertel endet nicht an der Grenze, sondern geht halt auch weiter nach Süd- und Ostmeeren hinein, wo es hervorragend inzwischen prämierte Weiß- und Rotweine gibt. In Böhmen gibt es dann auch eher kleinere Weinanbaugebiete. Natürlich weltberühmt ist das Bier bei uns in Tschechien, zum Beispiel das Pilsner Urquell oder das Budweiser Budvar. Aber es gibt auch immer mehr, inzwischen schon über 500 Mini-Brauereien, die im ganzen Land zerstreut zur Verfügung stehen und wo also zum Beispiel Ale oder andere halt Bierspezialitäten gebraut werden. Was die Bräuche angeht, gibt es einige, die auch UNESCO-Welterbe sind, wie zum Beispiel der Fasching in Ostböhmen oder der Königsritt, der eigentlich seit Jahrhunderten unverändert geblieben ist, in noch 4 Gemeinden in Südostmähren stattfindet. In Südostmähren ist die Folklore insgesamt noch sehr lebendig und sie wird halt gelebt. Es ist nicht für Touristen inszeniert, sondern sie wird noch gelebt mit wunderschönen farbenfrohen Trachten. Ja, aber Tschechien hat auch einiges zu bieten, was Kurorte angeht. Genau, es gibt sehr viele Kurorte, die im ganzen Land zerstreut liegen. Weltbekannt ist natürlich das westböhmische Bäderdreieck mit den Kurorten Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. Alle drei gehören eigentlich, wurden unlängst eingeschrieben ins UNESCO-Welterbe. Und gehören zu den Great Spas of Europe, zusammen zum Beispiel mit Bad Ischl und Baden bei Wien, lohnen auf jeden Fall einen Besuch und faszinieren mit historischer Bäderarchitektur, wunderschönen Kolonnaden. Als gastronomische Spezialität gibt es die Kuroplaten, die ganz typisch sind.
Wir haben uns nun beim nächsten Stand eingefunden, Outdoor Adventure Safaris in Namibia und Botswana. Und ich habe schon ein bisschen was gehört, der Betrieb ist nämlich ein ganz besonderer. Ja, also ich komme aus Namibia, ne? Ich stelle hier mein eigenes Safari-Unternehmen vor. Und das, was wir in Namibia machen, das sind so geführte Kleingruppenreisen. Wir nehmen 6 bis 10 Leute auf unsere Safaris mit. Alle unsere Touren sind dann deutschsprachig geführt. Und wir haben so 2 verschiedene Varianten von Touren. Das eine ist was für die Abenteurer. Das sind Touren für Leute, die also gerne so ein bisschen die Natur kennenlernen wollen, mehr das Outdoor kennenlernen wollen. Da wird dann in Zelten übernachtet, wird am Lagerfeuer gekocht, da wird viel gewandert. Wir haben aber auch Safaris dabei für Leute, die den Komfort suchen. Da hat man jeden Abend eine feste Unterkunft in der schönen Lodge oder Gästefarm und man reist durchs Land, indem man so von Lodge zu Lodge reist. Auch da wird gewandert, weil das ist auch wichtig, dass die Leute sich bewegen und nicht nur im Auto sitzen. Aber die Wanderungen sind dann so etwas moderater. Also sind vielleicht so 1-2 Stunden am Tag, dass man sich also bewegt und eben auch mal zu Fuß die Natur erkundet. Und außer unseren Safaris betreiben wir in Namibia auch ein Wildschutzgebiet. Das ist so ein bisschen unser Familiensitz. Das liegt in der Kalahari, nennt sich Kutsikus Wildlife Reserve. Wir beschäftigen uns da mit Wildschutz. Wir sind vor allem sehr erfolgreich mit einem Schutzprojekt für Spitzmaulnashörner. Spitzmaulnashorn ist vom Aussterben bedroht. Wir leisten unseren Beitrag, dass die Bestände der Nashörner wieder aufgebaut werden. Wir haben dann natürlich auch eine eigene Lodge da für Leute, die Urlaub machen wollen. Und das ist immer eine gute Sache, entweder vor oder nach unseren Safaris uns nochmal so 2-3 Nächte zu besuchen und uns sich das Projekt anzuschauen und was über unser Wildschutzengagement zu erfahren. Safaris sind ja sehr abenteuerlich, auch wenn man vielleicht das Komfortpaket sich bucht. Wie sicher ist es denn, auf Safari zu gehen? Ja, im Prinzip ist es natürlich so, dass das große Abenteuer für die Leute beginnt, weil sie sich in eine ganz neue Welt begeben. Namibia ist ja im Prinzip, anders als hier in Europa, ein sehr dünn besiedeltes Land. Man muss sich vorstellen, Namibia hat vielleicht so 2,6 Millionen Einwohner und das auf einer Fläche, die ist nahezu so groß wie Europa. Von daher haben wir sehr viele Regionen, da hat man richtig Wildnis, da hat man menschenleere Regionen. Und das ist also eine ganz andere Welt als hier in Europa, wo also alles dicht besiedelt ist. Schön ist auch in Namibia, dass man eine Menge an Tierwelt hat. Also in den Nationalparks ohnehin, da ist also wahnsinnig viel Tierwelt. Aber selbst außerhalb der Nationalparks hat man genug Freiflächen und wenig Störung durch die Zivilisation, sodass sich auch eine große Wildpopulation außerhalb der Nationalparks entwickelt hat. Und für viele Leute ist eben auch das Abenteuer bestehend darin, dass man einfach diese Weite kennenlernt, dass man auch diese Einsamkeit kennenlernt, die Tierwelt in dieser Landschaft kennenlernt und eben auch dieses Gefühl erlebt, sehr wenig Menschen um sich herum zu haben. Es kann beispielsweise vorkommen, dass wenn man auf namibianischen Straßen unterwegs ist, dass man da vielleicht alle 4-5 Stunden nur ein Auto begegnet. Und ja, unser Straßennetz ist natürlich auch etwas abenteuerlich für Leute, die aus Europa kommen. 90% der Straßennetze sind Schotterstraßen und Sandstraßen, was also dazu führt, dass Namibia mehr ein Land ist für Geländewagen. Also auch alle unsere Touren werden prinzipiell mit einem Geländewagen gefahren, weil wir eben außer diesen Schotterstraßen gelegentlich auch richtige Allradstrecken haben. Beispielsweise, wenn wir unseren Gästen Wüstenelefanten zeigen wollen, die stehen nicht neben der offiziellen Straße, da muss man richtig ins Gelände reinfahren und die suchen. Und ja, das ist ein großes Abenteuer für alle unsere Gäste. Ne? Ja, von der Safari zum Zollbüro. Worauf muss man denn achten, wenn man mit fremden Gegenständen ins Land einreist? Ja, das kommt darauf an, um welche Gegenstände es sich handelt. Aber wenn Sie sagen, Sie kommen von einer Safari und dann zum Zoll, naja, dann müssen wir jetzt beispielsweise schon mal auf den Artenschutz hinweisen. Also sämtliche Tiere, die auch gejagt werden beispielsweise, also nicht jetzt bei einer Safari, aber es gibt ja auch illegale Jagden beispielsweise in Afrika. Und da ist es dann ratsam, keine solchen Tiere mitzunehmen, ohne die entsprechenden Artenschutzbewilligungen und Dokumente. Das kann sein, wie zum Beispiel der ausgestellte Leopard oder Elfenbein, Elfenbeinstoßzähne,
und so weiter. Also da hatten wir schon einiges leider zum aus dem Verkehr ziehen. Ja. Was sind denn so die skurrilsten Gegenstände, die einem da schon entgegengekommen sind? Ja, also es gibt bei uns eigentlich nichts, was es nicht gibt. Wir haben da einen Leoparden, wir haben Stachelschwein, Stacheln, wir hatten Bushmeat, Rattenfleisch, Leute, die 40 Kilo schwere Käseleiber mitgenommen haben, bis hin dann natürlich zu lebenden Tieren, was ja immer sehr bedenklich ist, diese Aufgriffe. Da hatten wir beispielsweise einen Koffer voll mit lebenden Schildkröten mit 45 Stück zum Beispiel, eingewickelt in schwarze Socken. Oder auch einen Koffer voll oder eine Reisetasche voll mit Vögeln in so Küchenrollen, Kartons, die da eingepfercht waren, die aus Indonesien gekommen sind und 24 Stunden oder noch länger unterwegs sind und auch teilweise dabei verendet sind. Das sind halt dann wirklich die skurrilen oder auch traurigen Sachen, die wir in unserem Job da erleben. Wir haben es auch gesehen, in der Vitrine sind zum Beispiel Potenzpillen, also auch Medikamente ausgestellt, die hier mitgenommen werden. Aber es wird ja auch immer wieder versucht, Drogen mitzunehmen. Wie ist da die Situation? Ja, Drogen ist natürlich auch ein Problem. Ist halt verboten aufgrund des Suchtmittelgesetzes. Und hier versuchen wir halt auch immer wieder entgegenzuarbeiten, auch gemeinsam in Kooperation mit der Polizei. Und hier haben wir auch einige Aufgriffe schon auch von Leuten, die diese Gummikapseln dann schlucken und als Bodypacker diese transportieren. Und das ist natürlich immer wieder ein großes Problem. Sie sind ja hier jetzt auf der Ferienmesse als beratende Stelle quasi tätig. Was sind denn so Fragen, die die Menschen hier am meisten stellen? Ja, also viele Leute wollen halt wissen, bis zu welchem Geldbetrag sie Waren abgabenfrei einführen können. Zum Beispiel, wenn sie jetzt in den USA sind und sie gehen shoppen und kaufen sich dort ein iPhone, dann müssen sie ab 430 Euro Zoll und Steuer für diese Ware bezahlen. Also wenn das iPhone kostet, sagen wir jetzt 1000 Euro, dann würden Sie bei uns dann die Einfuhrabgaben für das bezahlen, den Zollsatz. Ich glaube, der ist beim iPhone 2,5%. Und dann dazu noch die Einfuhrumsatzsteuer von 20%. Muss man dann mit einem circa 20-prozentigen Aufschlag rechnen. Ja. Aber es kommt halt immer auf die Ware dann drauf an. Wenn Sie Kleidung shoppen, ist dann wieder anders, weil jede Ware seinen eigenen Zollsatz hat. Ja.